Manfred Schwieler vom Boxclub Heros und NRBV-Präsident. NRBV-Meisterschafts-Halbfinale am 5. Juli 2002 in Wesel, Niederrheinhalle. Die Ringrichter Schäfer und Glaser. Gregory Bartschew gegen Fouad Ferchichi, BSU Wuppertal. Franz Stahlschmidt, Daniel Bartsch und Mike Stark. Mike Stark boxt gegen Konstantin Miller, Faustkämpfer Mönchengladbach. Mike Stark wird von Daniel Bartsch und vom Vereinstrainer Franz Stahlschmidt in der Ecke betreut. Der Ringrichter Werner Schäfer erklärt Mike Stark zum Sieger. Am Tisch Cevdet Gaşi und Daniel Bartsch und rechts Franz Stahlschmidt. Gregory Bartschew wird von Franz Stahlschmidt und Daniel Bartsch betreut. Der Gegner von Bartschew, Fouad Ferchichi, BSU Wuppertal. Die Sekundanten in Aktion. Der Ringrichter Werner Schäfer, siebenfacher deutscher Meister. Sieger in diesem Kampf. Gregory Bartschew, Sportclub Vogelheim. Daniel Bartsch, Franz Stahlschmidt und Gregory Bartschew schauen sich die nächsten Kämpfe an. NRBV-Meisterschafts-Halbfinale am 6. Juli 2002 in Camp Lindford, Glück auf Halle. Der Gegner von Bartschew, Rami Esaid von BSU Wuppertal. Ines Rosche, Gregory Bartschew und Franz Stahlschmidt warten auf den Einsatz. Gregor Bartschew wird wieder frisch gemacht für die nächste Runde. Der Ringrichter Peter Nimzek erklärt Gregory Bartschew zum Sieger. Die drei Glücklichen. Franz Stahlschmidt, Mike Stark, Gregory Bartschew und Sandro Zenker. Sally Yildirim von Westende Hamborn mit Franz Stahlschmidt. Sally Yildirim mit seinem Trainer Rocco Bonavita. Sally Yildirim boxt Vadim Deminenko, Ringrichter ist Erich Dreke.
Sali Yildirim und der Trainer Rocco Bonavita warten auf das Urteil. Der Ringrichter Erich Dreke erklärt Sali Yildirim zum Sieger. So freut sich ein Sieger.